Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Mit mir, dem Philipp und meiner Little Sister, die ihr auch schon hört. Und dieser gruseligen Dame. Guck dich das mal an. Das ist doch. Wer will denn so aussehen? Das ist doch schlimm. Naja, egal. Setzen wir mal die kleine Little Sister ran. Rüsten die richtige Waffe aus. Meine neue Lieblingswaffe. Ich hoffe, 6 Schuss sind auch 6 Kills hier. 7. Ich habe ja 7 Schuss sogar. Geil. Taschen, ja. Ein bisschen niedlich sind die ja schon. Natürlich daneben. Schon verkackt. Kommen die auch? Ah, da. Was? Ich frage mich manchmal, wie ich so schnell Leben verliere. Mach das, dann muss ich vielleicht nicht mehr die Big Daddies töten, damit die mir folgen. Das ist ja anstrengend. Boah. Jetzt noch eine Leiche und dann noch ein Big Daddy. Also das ist wirklich irgendwie... Das ist gerade Beschäftigungstherapie. Alter, da muss er ganz ehrlich mal gesagt werden. Da ist es Beschäftigung her. 3 Little Sisters. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Könnt ihr mir glauben. Geht es jetzt durch? Nein. Ja, hoffe ich doch. Ich könnte es auch mal wieder mit den Nieten hier probieren. Nietenfallen-Gedöns. Wie viel habe ich davon? Ach, guck, da können wir doch mal richtig schön was verballern von. Jawohl. So, setzen wir hier was hin und falls hier noch ein Stück rauskommen, hier. Dann können wir da noch ein bisschen was hinsetzen. Und dort drüben schön an die Eingänge gepflanzt, die Dinger. So, dann noch meine Lieblingswaffe. Also, was heißt, na, die Flinte ist, also die Schrotflinte mit der Flintenmunition ist eigentlich schon das Geilste. Aber das ist so eine grundsolide Waffe hier. Hm, so, dann kannst du losgehen. Die liegen echt scheiße. So. Ja, die ist klar. Die Teletante ist wieder gekommen. Wo? Ausweichen, links, rechts. Da war wieder echt viele hier. Aber es lief ja ziemlich gut. Die meisten Fallen haben zwar nichts gebracht, weil hier oben auch. Da, wo ich die meisten Fallen hingelegt habe, ja, keiner rausgekommen. Adam ist Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Eleanor. Denk an das Genie, das du ihr vorenthältst. Mit jedem gestohlenen Tropfen. Du musst doch nicht ein kleines Mädchen mit Adam zupumpen. Was ist denn falsch mit dir? Guck doch mal, was Adam mit den anderen Leuten gemacht hat. Da kannst du doch nicht meine Kleine damit zupumpen. Bei mir, okay. Ich bin groß, ich bin stark, ich bin kräftig und mir ist mein Leben hier relativ egal. Hauptsache, meiner Eleanor geht's gut. Also bei mir ist es in Ordnung, aber wenn du meine Eleanor zupumpst, nicht mit mir. Daddy? Ja. Ja, ab in die Haie. Und dann wohin? Muss ich auch erstmal suchen. Scheiße. Sehr gut. Ich finde das Geräusch so geil mit dem Regen. Ich sag das immer wieder. Was heißt Regen? Mit dem Wassertropfen, die einen auf den Helm fallen, ist das laut, mein lieber Herr. Adam. Ich habe Stanley zur Rede gestellt. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft.
Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber... Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. Alles klar! Erzfeind Nummer 1, du hast dir hier den Falschen geholt. Das gibt Rache. Das gibt Rache. Oh, ein Geschenk. Hallo. Forderner Vater. Wenn deine kleinen Helfer beim Sammeln ständig unterbrochen werden, dann sag ihm mit deinem fordernden Vater Tonikum, dass sie sich beeilen sollen. Cool. Ah, hier, scharfer Beobachter. Benutze ich doch eh nicht, um mal ehrlich zu sein. Wann fotografiere ich mal die Leute? Ich weiß, es ist vielleicht ein wichtiges Element dieses Spiels, aber irgendwie, ich weiß nicht. Es ist immer fotografieren, erschießen, ist mir zu anstrengend. Eve-Link. Ach, eigentlich. Was haben wir noch? Heimwerker? Nee. Erstmal die Bohrerkraft. Falls uns mal die Munition ausgehen sollte. Ich kann mir wahrscheinlich eh alles hier kaufen. Nicht alles, aber alles, was ich will. Obwohl, jetzt wird es doch relativ viel. Eve-Schoner. Plasmide verbrauchen weniger Eve. Okay. Ja, danke. So, 3 Stück. Das heißt, wir nehmen mal den Eve-Schoner. So. Dann Bohrerschleicher dämpft deine Schritte und erhöht bei ahnungslosen Gegnern massiv den Schaden durch Melee-Attacken, insbesondere durch den Bohrerschwung. Aha. Ah, Hackernadel bewegt sich etwas langsamer. Ist auch ganz cool. Erhöht den Schaden, den du kannst. Nee. Hacker's Delight. Na. Easy Hack. Die Erfolgszone wird größer. Klingt ganz cool. Es gibt so viel Eissturm. Ach, Leute. Ah, das ist so viel. Da weiß man einfach nicht, was man nehmen soll. Elektrohaut. Ach so, nee. Feuerhaut, das wäre cool. Trinker, bleib trinken von Alkohol. Nein. Wir hatten hier nichts zum Trinker. Wäre ein schlechtes Vorbild. Erstmal holen wir uns das Upgrade hier für Gesundheit und Eve. So, dann holen wir uns die Körperpanzerung. Die hatten wir schon im ersten Teil. Die hat gute Arbeit geleistet, glaube ich. Verringert die Preise. Ja, vielleicht, wenn wir noch Geld übrig haben. Den Hack mal ein bisschen leichter machen. Ist ja auch mal nicht schlecht. So, jetzt haben wir wirklich noch was übrig. Ah, dieses Scrollen geht mir auf den Sack. Ah ne, wir können nicht mehr Slots kaufen. Schade, Schokolade. Wir können noch einen Plasmid-Slot kaufen. Wir haben eh noch einen übrig. Wow. Wow. Nichts, was der Mensch braucht. Wir nehmen einfach mal die Hypnose hier, mal gucken. Hypnotisieren Sie Ihre Gegner. Viel Spaß, wenn Sie sich gegenseitig bekämpfen. Gab es jetzt Hypnose 2? Wenn wir gerade mal hier sind, kann man doch mal... Nee, gibt's nicht. Schade. Ja gut, reicht's. So, und da sind wir wieder. Ey, man kann nicht eine Aufnahme machen, ohne eine Unterbrechung. Jetzt ist das Spiel einfach abgeschmiert. Warum? Tja, du warst ein Tiefseeforscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside. Hallo, Subject Delta. Kann ich dir das glauben? Ich weiß es Adam nicht. Adam ist Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Das hatten wir doch schon. Eleanor. Ich war zu schnell. Denk an das Genie, das du ihr... So. ...ihr vorenthältst. Mit jedem gestohlenen Tropfen. Das ist gut gegen so kleine Gegner. Wenn das alles vorbei ist und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich sehe es schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht, mit tonnenweise Geld im Gepäck.
Pass mal auf, mein Freund. Ich werde jetzt zu dir kommen und dich töten. Die Mädchen, die du von Mutter gerettet hast, wollen dir danken, Vater. Sieh im Gatherer's Garden nach. Haben sie doch schon. Jetzt kommen die ganzen Audiodateien nacheinander, indem ich hier durchgerusht bin. Um da wieder hinzukommen, weil ich muss ja nochmal den Big Daddy töten, um die Little Sister zu bekommen und beide Stationen abklappern. Nicht toll, nicht toll. Nee, nee. Imago-Galerie. Okay, das war echt leicht. Meins. Meins. Blau braucht jetzt nicht unbedingt, hier kommt nicht so viel. Ich werde nur schnell hier durchkommen mit dem Hacken. So, da renne ich mal kurz hin. Böses Geschütz. Ihr regelt das. Seid ihr zu dämlich für... das ist doch... Gott, oh Gott! Das war reichlich dämlich. Gebe ich zu. Was nehme ich da am besten? Ach, was soll das? So, kommt doch eh unendlich. Ja, denn. Die regeln das schon. Komm, schieß auf mich. So. Oder auch nicht. Die auch aushalten, okay? Es war jetzt nicht vielleicht die perfekte Waffe dafür. Aber kommt schon. Geht das alles auch noch kaputt? Nee. Natürlich, so ein Zippelchen noch gefehlt. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie lange die Folge eigentlich werden muss. Hi. Grüße. So, was gibt's hier denn Feines? Phosphorschrot ist voll. Safe und... Oh, zähe Maschine, gehackte Geschütze und Bots. Oh. Ja, mit zähe Maschine Tonikum von Ryan Industries dauert diese Freundschaft jetzt noch länger. Das Hacken von Geschütze und Bots steigert ihre maximale Gesundheit. Ich habe keinen Platz mehr für Plasmide, okay? Tut mir leid, aber ist halt so. Ist aber schnell, mein lieber Herr. Uiuiui. Ja, blau? Ja, nee, nur grün. Ernsthaft? Nichts, was ich brauche. Komplett unnötig. Ich fasse mich andauernd. Du kannst mich nicht ignorieren. Geht doch. Hab mich jetzt schon gewundert. Wann kommt endlich hier meine Kavallerie? Oh, ja klar. Frechdachs. Kommt der hier einfach rein teleportiert? Ohne zu fragen. Oh, hier geht's ab. Meine Galerie, Leute. Das ist jetzt meine Galerie. Ich habe einfach alles gehackt. Ja, die regeln das schon. Ich gehe einfach. Da kommt schon meine Helferchen. Die machen das. Ich brauche gar nichts mehr tun. Galerie gehört mir. Da ist sie. Was ist denn mit den komischen... Ich hoffe, der Bodyguard ist kein alter Kumpel von dir. Ja, hoffe ich doch auch. Oder weißt du da mehr als ich? Freundchen, du solltest reden. Ich warne dich. Wir probieren mal Folgendes. Wir nehmen nochmal die Speerchen hier. Und speichern ab. Das ist erstmal... Nein, nicht Spiel fortsetzen, speichern. So. Dann werden wir den mal eindecken mit den Harpunen. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe Besseres zu tun, als mich mit euch zu beschäftigen. Ganz ehrlich. Was ist denn hier los? Kleinwichser. Nein, da kam nicht drüber gesprungen. Was ist denn das hier? Ist richtig Party heute. Stirb bitte. B
Boah, hier war was los. Auf einmal kommt die ganze Belegschaft hier angerannt. Nur weil ich so einen Big Daddy angreife. Ja, hör auf zu heulen. Also langsam. Du bist jetzt das letzte Mädchen, was ich rette. Für eine ganze Weile, hoffentlich. So. Adam, ganz in der Nähe. Sehr gut. Oh, so ein Auto-Hack-Pfeil hier. Sparen wir ein bisschen Zeit. Finden noch immer so viel davon und können die nicht mitnehmen. So, dann setzen wir die mal hier hin. Die Kamera deckt uns den Rücken. Und wir haben ja die Wunderwaffe. Ich denke nicht. Kurz umgedreht. Irgendwie... Mann, die war voll noch geiler, oder? Oh, treffe ich einfach schlechter. Ist halt schwierig, damit genau zu treffen. Außer ich stehe vor einem. Ist halt so ein Riesenkreis, wenn die ein bisschen weiter wegstehen, weiß halt nicht genau, wo die Kugel dann trifft. Ja, das war's schon. Ich brauche mal wieder so einen Laden, um ein paar Medikits zu kaufen. Daddy? Sag mal, stotterst du? Komplett anfahrendes Kind. Stotterst du? Nein, wenn man schottert, ist das nicht schön. Aber die Leute können nichts dafür. Also, wenn jemand schottert, sollte man die Person nicht mobben. Man sollte eher versuchen, ihr zu helfen. So, wo können wir dann jetzt hin? Für mehr Adam. Ich helfe auch diese Stimmen. Oh, Laden. Na Gott sei Dank. Idiot. Die haben dich doch nicht mal getroffen. Ja, Meister. Heiliger Engel, übertreib's halt gleich. Geh bitte. Oh Gott. Lass sie in Ruhe! Falsch! Nein! Ja, doch! Wo ist denn hier jetzt das Einfrieren, Mensch? Fertig, Daddy. Leck mich doch am Arsch. So! Ist das ein Stress mit dir, Kind? Man sagt ja immer, mit Kindern ist das nicht einfach, aber du bist ja die Spitze. Ernsthaft. Tut vielleicht jetzt weh, dir das so zu sagen, aber... Okay, vielleicht kannst du auch nichts dafür und du machst auch nur deinen Job, ne, so wie ich. Wir sind gar nicht so verschieden. Und wieder eine Little Sister gerettet und wieder Adam bis zum Abwinken. Bitte. Und die letzte Erinnerung. Als ich weg war, Vater, ließ Stanley es zu, dass Mutters Anhänger zu Tieren verkamen. Als bekannt wurde, dass sie bald zurückkommen würde, wusste er, sie würden ihm die Schuld geben. Also fand er einen Weg, sie alle zum Schweigen zu bringen. Und das will er jetzt vertuschen. Das war's. Jetzt bleibt der ganze alte Dreck unter dem Teppich und Lam wird nichts erfahren. Hey, komm zurück, ich hab die Bahn für dich entriegelt. Aber merk dir, wenn Lam dich erwischt, keinen Ton zu ihr. Freund Blase, ich werde auch gleich mal was entriegeln. Deine Synapsen mal ein bisschen entriegeln, ne? Unsere durch Adam wird Eleanor zur Tochter des Volkes werden. Eine wahre Utopistin. Unermesslich intelligent, aber vollkommen selbstlos. Wenn sie sich erhebt, werden wir wie Hunde erscheinen, die sich knurrend in der Nachgeburt winden. Doc Lam macht Dampf, Chef. Komm zurück zur Bahnstation. Wir sollten abhauen.
Ich habe auch das Gefühl, ich sollte abhauen. Bist du ausgewichen, das habe ich. Ja. Hallo. Oh! Ja, noch schneller halt. Friedlich, wirst du das nicht klären wollen? Das bringt ja alles absolut gar nichts. Hier noch ein. Das ist doch. Das ist schon wieder 900 Leute. Ohne Witz. Schnell, 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 schnell. Okay, kann weitergehen. Okay. Was? Warum konnte ich mich nicht heilen? BTF? I'll be back. So, mein erster Tod. Scheiße, wo bin ich denn? BTF. Ich mag das Geräusch nicht. Wo ist denn die? Bin ich hier richtig? Nee, hier bin ich doch vorhin noch nicht durchgelaufen. Och, ich weiß doch auch nicht. Warum sind hier schon wieder so viele Gegner, die einfach mal spawnen? Das Karussell. Ah, da bist du ja. Hab ich schon vermisst, Mensch. Ach, schon wieder Adam. 325, das ist doch ein Witz. Höh. Ah, nee, nicht wieder. Was ist denn das schon? Ah, und da sind wir wieder. Liebe Kinder, merkt euch das. Vor einem Adamomaten, so wie ich sie jetzt einfach nenne. Wunderbar, oder? Geiler Name, Adamomaten. Immer speichern, weil da hat das Spiel wohl so eine Macke. Dann gibt es erst Grafikfehler und dann spielt das Spiel einfach ab. Coole Sache. Ich durfte wieder die ganze Scheiße hier spielen. Die ganze Kacke nochmal. Aber hey, ist ja halb so wild. Wie man natürlich sieht. Halb so wild. Alles easy peasy. Ich sterb ja gerade nur. Und schießt natürlich daneben. Oh. Ja, ich habe langsam doch wieder keine... Ich hätte vorher die Klappe halten sollen, als ich gesagt habe, oh, aber so viel Munition und so viel Geld, jetzt habe ich beides nicht mehr. Für die Armbrust, die im Nahkampf natürlich nicht so geil ist. Außer die Gegner bewegen sich nicht oder ich treffe halt beim ersten Mal. Was vorkommt, aber auch nicht immer. Keine Medikits mehr, wir müssen hier raus. Ganz, ganz schwick. Oh, ich weiß da? Seit Jahren von Stanleys Verrat hier. Und ich hatte ihm vergeben. Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rache nehmen. Gütiger Himmel! Lam hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Er hat echt Schwein, dass ich kein rachsüchtiger Typ bin. Ich werde ihn am Leben lassen. Glaube ich. Mal gucken, was das denn sagt. Kommt zurück? Wow. Okay. Das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt... Diesmal lügt Mutter nicht, Vater. Er hat uns das wirklich angetan. Uns beiden. So... Lam ist also ausgebrochen und kommt zurück? Wow. Okay.
Das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt... Was mache ich denn bloß? Ich habe ja gehört, was viele von den Leuten hier unten sagen. Ein paar, die ich kenne, haben die Sache mit Eleanor gesehen und wer weiß, wer was weiß. Man kann nicht einen ganzen Kult zum Schweigen bringen, oder? Oder vielleicht doch? Ja, vielleicht kann man das doch. Scheiße. Er hat natürlich richtig Scheiße gebaut und ich weiß, wenn ich es nicht mache, dann richtet ihn keiner, wahrscheinlich. Er hatte auch keine Reue gezeigt. Er meinte nur, dass es nichts Persönliches war, ne? Nee, ich kann das nicht. Ach! Wo das verdient hätte, er hat es richtig verdient. Scheiße. Nur bloß weg hier, bevor ich es mir noch anders überlege. Vielleicht hätte ich es doch tun sollen. Scheiße. Ach, nein, 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 nein. Ich habe nicht das Recht zu entscheiden, wer tot sein soll und wer nicht. Liegt nicht in meiner Hand. So. Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Schleichen. Hat ja immer so gut funktioniert hier mit dem Schleichen. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls. Leider nicht. Sie ist noch da. Mein Lieber. Kommen die mal gleich ins Schießen, ja? Moment, ich habe zuerst geschossen. Nichts gesagt. Der Schmetterling. Lamp, 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 Lamp. Echt, wenn es mit der vorbei ist. Ich kann die nicht mehr sehen und hören. Dieses dumme Gequatsche von der. Die hat es einfach so verdient zu sterben. Oh nein, jetzt mache ich es schon wieder. Ach, ich will das nicht entscheiden müssen. Bist du ein Meisterforscher? Mach mit Schadensforschung das Beste aus deinen freigeschalteten Schadensboni. Benutze ich doch eh nicht. Tut mir leid, Leute. Es wäre vielleicht sinnvoll, aber mir ist es einfach zu anstrengend, immer Fotos zu machen. Hallo? 9. Oktober 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Na geil. Bosskampf. Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Oh nein, ist das so ein super Big Daddy? Hoffe nicht. Ich habe ja schon Probleme mit den normalen Big Daddies. Adam Wurm. Mein Adam. Naja, 10. Ist jetzt nicht so viel, ne? Aber wir haben auch noch so viel über. Ist das nicht toll? Im letzten Teil war das... Ich glaube, ich habe im letzten Teil gar nicht so viel Little Sisters geholt. Ich weiß gar nicht, wieso. Hier ist es ja anstrengender.
keine Ahnung, ich war nicht so der Plasmide-Freund, aber hier gibt's, weil hier kannst du so viel einfach nehmen. Damals musste ich mich immer entscheiden und ich hatte keine Lust, mich zu entscheiden. Und mir hatte das gereicht, was ich hatte, aber jetzt kann ich einfach so viel mitnehmen. Aber da bin ich jetzt auch schon wieder fast voll, ne? Schade, schade, Schokolade. Du bist gefeuert. Also, you are fired. Also, ist es mit Feuer geschrieben. Das ist sehr lustig, ja. Ihr habt mich zum Lachen gebracht. Hahaha. Freche Mistkerl. Firmen Adam aus Firmenbeständen. Ich hab's gesehen, wie er sich in den Arm gespuckt hat. Du bist gefeuert. Entlassen. Ich hoffe, ihr anderen lasst euch das eine Lehre sein. Ach, da, grobe Gilde. Sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, was? Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Finger schnippen zurück in den Ozean hinein. Auspissen! Ungläubiger! Du verleugnest das Land! Ja, er wurde bekloppt. Und das ziemlich. Wie viel sind denn das hier schon wieder? Oh, die ist explodiert. Sag mal! Zucker am Arsch, oder was? Alexander der Große? Ne, der ganz schön bekloppt ist. Das muss Gil Alexander sein. Nee, sag bloß. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Ja, das ist richtig. Und ich habe ihn wieder am Hals. Cool. Ich soll den Bioscanner aktivieren. Na, dann mal los. Was soll schief gehen? Ist er nur ein Verrückter da. Initiiere Bioscan. Als ob ich da reinkomme. Identifiziere Freigabelevel. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation. Protektor. Typenbezeichnung. Delta. Status. Verstorben. Nein. Fehler. Nein. Status wird aktualisiert. Ja. Bitte warten. Oh. Was? Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta, du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt für die Ewigkeit. Gehen Sie bitte. Gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Ja, Sigi! What the fuck? Typenbezeichnung Delta. Status aktualisiert. Status Zugang gewährt. Da hat Alpha wohl einen soliden Headshot bekommen. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Ja, das bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind. Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus Dei. Agnus Dei. Mir ist gerade was eingefallen. Wir hatten doch das Tonband von dem kleinen Jungen gefunden. Aber die Tür dazu nicht. Wo war die? Z-
zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus D. Zugang gewährt. Cool. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Probier's doch, wenn ich bei dir bin, mein Freund. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Wenn du gesund bist, bist du qual und pein. Nass und Nässe geht's dir rein. Geh weg, bist du bekloppt? Blöd Arsch. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Aber das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Och nee. Och. Warum brennen die, wenn ich die treffe? Das habe ich doch gar nicht für die Armbrust. Oh nein. Ein Big Daddy, Leute. Will ich ihn plündern? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Ruhe. Ich habe mich so über das Waffen-Upgrade da drin gefreut und dachte, da komme ich jetzt hin, aber nein. Oh. Hä? Ach, ich habe das Ding dahinter. Alles klar. Die Genbank steht dahinter. Genau, ja. Schon wieder. Der nächste Bug. Was ist denn hier los mit dem Spiel? Oh nein, oder so ein Granatwerfer, Dude. Immer so wenig Schaden. Ich mache mit Kopfschüssen schon viel mehr Schaden, ja. Was haben wir denn noch? Ja, das muss. Nein! Ich höre erst auf, wenn der tot ist. Meine Fresse, halten die was aus. Das ist alles nur wegen dir, damit ich dich retten kann. Ja, meine lieben Freunde, ich denke mal, dass die Folge hier zu Ende ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Es wird wahrscheinlich eine Folge mit richtig viel Überlänge sein. Ist mir aber egal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like und einen Kommentar da. Und merkt euch, bevor ihr euch an einem Adam-Automaten bedient, an einem Adam-Automaten, speichert. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao.